Ich habe die letzten Tage am Praxer Wildsee verbracht, um ein wenig Ruhe zum Schreiben zu haben, und ich habe erst dort realisiert, wie viel dieses Hotel in den Dolomiten mit unserem Thema zu tun hat. Am Ende des Krieges, am 30. April 1945, wurden dort 133 Sonder- und Sippenhäftlinge der SS von der Wehrmacht befreit. So wird es einem jedenfalls dort erklärt. Die Wehrmacht auf der einen, die SS auf der anderen Seite. Dieses Bild hat die Geschichtsschreibung des Zweiten Weltkriegs seit 1945 lange bestimmt, und ich bin eher pessimistisch, dass dies durch die Ausstellung, über die heute und morgen gesprochen werden wird, tatsächlich grundlegend anders geworden ist. Die Kritik an diesem Bild ist fast so alt wie dieses Bild selbst. Schon 1955 schrieb der österreichisch-britische Historiker Gerald Reitlinger nach seinem ersten Buch Final Solution schon sein zweites Buch über den Holocaust unter dem englischen Titel Die SS – Alibi einer Nation. Dass die Ausstellung Vernichtungskrieg diesen Mythos in Frage stellte, sorgte immerhin seit 1995 für einen anschwellenden Skandal und für eine skrupulöse, manchmal allerdings auch bösartige Ausstellungs- und Medienkritik, die tatsächlich die bis dahin weitgehend üblichen Maßstäbe für den Umgang mit Bildquellen auf den Kopf stellte. Man kann Letzteres auch für einen unfreiwilligen Erfolg der Ausstellung halten. Leider wird auch heute nur selten einmal bei Fotografien so genau hingeschaut wie damals in den Jahren 1997 bis 1999. Und wenn, dann ausgerechnet in Ausstellungen über dieses Thema, wie sie zum Beispiel in der Folge das Museum in Karlshorst oder die Forschungsgruppe um Petra Bob erarbeitet haben, eine Ausstellung, die heute noch reist. Ich habe von Gerangel gesprochen. Mehr als 100.000 Menschen haben damals in nur 5 Wochen die Ausstellung in Frankfurt besucht. Eine Ausstellung, die bis in die Abendstunden geöffnet blieb, ich glaube bis 9 Uhr, um diesem Massenansturm überhaupt eine Chance zu geben. Manche harrten Stunden aus, bis sie vorgelassen wurden. Nur für einen Teil der Gruppen, seien es Schulklassen oder Erwachsene, war es uns überhaupt möglich, Führungen oder Gespräche anzubieten. Die meisten machten sich in den beengten, für eine solche Ausstellung denkbar ungeeigneten Verhältnissen im Keller der Paulskirche selbst auf den Weg, diskutierten miteinander, teils erbittert, teils erschüttert, teils, auch das überraschte uns, ziemlich fachsimpelnd. Was gerade wieder einmal Nico Hoffmann für sich in Anspruch nimmt, nämlich mit seiner Fernsehserie Unsere Mütter, Unsere Väter, die Deutschen, zum ersten Mal zu einem Gespräch zwischen den Generationen über den Zweiten Weltkrieg animiert zu haben, das fand schon in und vor der Paulskirche und nicht zuletzt in den Wochen danach genauso wie an den anderen Ausstellungsorten statt. Und auch das damals 1997 natürlich nicht zum ersten Mal. Woraus sich für mich schon die erste Frage ergibt, nämlich die nach der Hybris jenes sich immer wieder ereignenden ersten Mal, das sich offenbar so gut mit dem von vielen Besuchern und Kritikern gleichzeitig geäußerten Aufstöhnen, nicht schon wieder, das kennen wir alles schon, zu verbinden versteht. Gerangel um die Paulskirche gab es nicht zuletzt schon vorher in der Frankfurter Politik. Die Ausstellungseröffnung am 13. April 1997 fiel genau in die Zeit zwischen den Kommunalwahlen im März in Frankfurt und der Konstituierung der Stadtverordnetenversammlung am 17. April. In der CDU unter der direkt gewählten Oberbürgermeisterin Petra Roth stand die Entscheidung an, nicht zuletzt, ob auch mit den Grünen in der Frankfurter Politik zu kooperieren sei. Und so wurde die Ausstellung in den innerparteilichen Auseinandersetzungen und Machtkämpfen nicht zuletzt der Frankfurter CDU zum politischen Kleingeld. Während die öffentliche Auseinandersetzung um die Ausstellung in München und schließlich sogar zwei sehr persönlich geführten Debatten im Deutschen Bundestag eskalierte, drohte der rechte Flügel der CDU mit offener Revolte. Petra Steinbach, sich selbst nicht nur als Sprachrohr der Vertriebenen, sondern auch der Ehre der Soldaten verstehend, erteilte Jan-Philipp Remzma, also dem Chef des Hamburger Instituts, den Rat, lieber 10 Millionen für Kriegsgräber zu spenden, und drohte mit einer Gegenveranstaltung.
Am Ende blieb Oberbürgermeisterin Roth der Ausstellungseröffnung fern und Petra Steinbach sagte ihre Gegenveranstaltung ab. Petra, Entschuldigung, keine Kollektiv-Petra hier. Danke für den Hinweis. Und ein Jahr später sollte mit der Frankfurter Präsentation der Ausstellung Aufstand des Gewissens, militärischer Widerstand gegen Hitler und das NS-Regime ein nächster Skandal folgen. Die Paulskirche war ein symbolischer Ort für solche Konflikte und das in mehrfacher Hinsicht. Als Ort des ersten deutschen Parlaments gilt sie vielen als Wiege der Demokratie. Und nicht zuletzt deshalb war sie schon in den 1960er Jahren Schauplatz von sich als Aufklärung über tabuisierte Geschichte verstehenden Ausstellungen. 1963 wurde eine vom Auswärtigen Amt verantwortete Ausstellung über das Warschauer Ghetto gezeigt. Das war, wie man so will, eine Gegenausstellung zu einer aus Polen kommenden und in Westdeutschland reisenden Ausstellung. Eine Ausstellung, die freilich vor allem demonstrieren sollte, dass sich die Bundesrepublik ihrer Verantwortung für die Geschichte stelle. Hinter den Kulissen der Bundesregierung sorgte auch diese Ausstellung für Zank, denn dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung ging schon diese Ausstellung in Frankfurt zu weit, nicht zuletzt die Erwähnung von Globkes Kommentar zu den Nürnberger Rassegesetzen. Im November 1964 zeigte der Frankfurter Bund für Volksbildung eine Ausstellung über Auschwitz, die im erregten Klima des Auschwitz-Prozesses zu offenen Konflikten führte. Die Verteidiger der Angeklagten witterten Prozessbeeinflussung und forderten die Einvernehmung von Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der diese Ausstellung mit angeregt hatte. Schon zuvor sorgte die erst ausgesprochene, dann wieder zurückgezogene Einladung an den Präsidenten des Internationalen Auschwitz-Komitees zur Eröffnung zu sprechen für Unbehagen. Die Ausstellung hingegen selbst war weit weniger skandalträchtig. Die Auschwitz-Dokumentation stellte die Extreme der Täter vor und nicht die Gesellschaft, der sie entstammten und die sie trug. Und nicht zuletzt, sie passte in eben jenes bis dahin weitgehend ungebrochenes Bild der NS-Verbrechen, das Gerald Reitlinger 1955 mit so bitterer Ironie kommentiert hatte. Als Reitlingers Buch »Die SS-Alibi einer Nation« 1956 in deutscher Sprache erschien, hatte der Verlag offenkundig Bedenken, es mit diesem Titel auf den Markt zu bringen. Die Wahl fiel auf einen Titel, der in der deutschen Öffentlichkeit offenbar weniger Widerstand zu erwarten hatte. »Die SS – Tragödie einer deutschen Epoche«. Tragische Selbstbilder waren es in der Tat, die von Beginn an das Bewusstsein der deutschen Akteure in dieser Epoche bestimmten, die in den Nationalsozialismus hineinführten, in denen die eigenen Erfahrungen im Nachhinein ertragbar und erzählbar gemacht wurden und dies bis heute. Wenn es eine Folge der Wehrmachtsausstellung nicht gab, dann diesen Erzählmodus der Geschichte wirkungsvoll in Frage zu stellen. Und das, obgleich die Ausstellung dies tatsächlich mehr als jede zuvor versucht hatte. Tragische Selbstbilder sind freilich nicht dasselbe wie eine echte Tragödie. Anders als die Satire, in der das Böse, das wir natürlich niemals selber sind, durchaus siegen kann, anders als die Komödie, die auf Versöhnung hinausläuft und von Missverständnissen lebt, also von dem, was eigentlich gar nicht stattgefunden hat, anders auch als die Romanze, die von Abenteuern und siegreichen Helden oder wenigstens von moralisch siegreichen Märtyrern erzählt, konfrontiert uns die Tragödie mit schuldlos schuldig gewordenen Helden, mit Verstrickung und Verhängnis, mit Schicksal und Untergang, mit Größe und mit missbrauchter Gefolgschaft, mit dem, was geschehen musste. Doch wir erzählen nicht nur hinterher, was wir erlebt haben und welche Rolle wir in diesem Erleben gespielt haben. Wir bereiten uns schon erzählend auf unsere Handlungen vor. Historiker vergessen gerne, welche Rolle unsere Fantasie, unsere Selbstdeutungen für unser Handeln und damit für die Geschichte selbst spielt. Über das Erzählen zu sprechen, ist keine schöngeistige Übung für Literaturkenner,
Es ist eine Voraussetzung dafür, Geschichte zu verstehen. Ein Blick in die ideologische Vorgeschichte des Nationalsozialismus ist ein Blick in eine seltsame Melange von Untergangsfantasien und Heldengeschichte. Es ist hier nicht der Ort und die Zeit, um eine Geschichte der konservativen Revolution und ihrer nationalen Träume auszubreiten, die sich mit dem erwarteten Untergang des Abendlandes auf so eigensinnige Weise vertrugen. Angesichts dieses Schicksals, so schreibt Spengler 1932 in der Mensch und die Technik, gibt es nur eine Weltanschauung, die unser würdig ist. Lieber ein kurzes Leben voll Taten und Ruhm als ein langes ohne Inhalt. Nur Träumer glauben an Auswege. Optimismus ist Feigheit. Wir sind in diese Zeit geboren und müssen tapfer den Weg zu Ende gehen, der uns bestimmt ist. Es gibt keinen anderen. Auf dem verlorenen Posten ausharren ohne Hoffnung, ohne Rettung ist Pflicht. Das ist Größe, das heißt Rasse haben. Ich will Sie nicht mit mehr Zitaten dieser Art langweilen. Auf Hitler und Konsorten, auf deren optimistische Träume von Weltherrschaft und Opferkult und tausendjährigem Reich, schauten Jünger und Spengler und all die anderen, die nicht zuletzt in den höheren Rängen der Wehrmacht, teils mit Faszination den Aufstieg der Nazis beförderten, teils ihn mit Widerwillen beobachteten von oben herab. Doch was sie teilten, war jener heroische, später fanatische Fatalismus, der das eigene Handeln immer wieder unter die Überschrift »Es muss sein« stellte. Es stimmt, Albert Speer baute für das tausendjährige Reich, aber was ihn interessierte, war, Zitat, der Ruinenwert seiner Bauten. Salopp formuliert kann man auch sagen, die Nationalsozialisten teilten sich mit ihren schließlich falsch verstanden fühlenden intellektuellen Vor- und zeitweisen Mitläufern die Verehrung von Tod und Untergang und versprachen den Deutschen zugleich zuvor 1000 Jahre Herrenmenschentum. In dieser Spannung stehen freilich auch die Selbstzeugnisse einer bestürzend großen Zahl von Zeitgenossen vorher, während und nach diesem Krieg. Nehmen wir einen Brief, den Rudolf Höss am 11. April 1947 an seine Frau schrieb. Es sei tragisch, dass er, der eigentlich gutmütig und hilfsbereit sei, nun zum größten Menschenvernichter geworden sei. Als Kommandant, als Zitat, des Vernichtungslagers Auschwitz war ich für alles dort, was dort geschah, voll und ganz verantwortlich, ob ich davon wusste oder nicht. Das meiste von all dem Schrecklichen und Grauenhaften, was dort vorgekommen ist, erfuhr ich erst während der Untersuchung und während des Prozesses selbst. Das Selbstbild, das Rudolf Höss hier von sich entwarf und das seit seiner Ausdeutung durch Martin Broschat das Bild des NS-Täters ziemlich entscheidend mitbeeinflusst hat, kreiste um die Figur des Automaten, des Rades, der ideologiefreien Pflichterfüllung eines Bürokraten, der, so Höss, Zitat, persönlich nie Juden gehasst habe. Zitat, ich war unbewusst ein Rad in der großen Vernichtungsmaschinerie des Dritten Reiches geworden. Die Maschine ist zerschlagen, der Motor untergegangen und ich muss mit. Die Welt verlangt es. Broschat, um ein bestimmtes Täterbild bemüht, war geneigt, Höss vieles zu glauben, das die Forschung inzwischen längst widerlegt hat. Auch was Höss durchaus aktive und gut informierte Rolle dabei angeht, sein Lager zu einem effizienten Tötungszentrum zu machen und damit wichtig zu sein. In der Rückschau will Höss aus einsichtigen Gründen ein kleines Rad gewesen sein, aber doch immer noch ein Teil von etwas Großem bleiben, selbst wenn es untergeht. Ich habe Broschats Umgang mit dem Selbstbild eines Täters und die Zitate dieses SS-Manns klingen leider genauso wie die Zitate vieler Wehrmachtsangehöriger. Ich habe Broschats Umgang mit dem Selbstbild eines Täters wie Höss nicht von ungefähr zitiert. Seine Deutung von Höss als Bürokrat gehören zum Kernbestand der vielbeschworenen Sachlichkeit des Funktionalismus, der mit dem sogenannten Intentionalismus lang genug um die Lufthoheit in der deutschen und internationalen Historikerzunft ritterte. So liegt möglicherweise mehr Gemeinsamkeit in diesem deutschen Schulenstreit, als es zunächst den Anschein hatte. Denn schuldlos schuldig im tragischen Sinne erscheinen die meisten Deutschen in beiden Interpretationen. Als verführte und verstrickte Werkzeuge der dämonischen Fanatiker und Haupttäter oder als Spielball einer kumulativen Radikalisierung, die den Holocaust hervorbringt.
und die sich ganz am Ende auch noch gegen sie selbst richten wird. In beiden Interpretationen, genauer in den von ihnen sozusagen nahegelegten Plotstrukturen, den Erzählungen, erscheinen die Täter selbst als Opfer ihrer eigenen Zwänge, aber kaum als verantwortliche Subjekte. Die Ausstellung über den Vernichtungskrieg bot für ein Studium solcher Haltungen und die produktive Frage, welche fatalen Folgen von ihnen ausgehen können, reichlich Material. Hannes Heer stellte die Frage geradezu an den Anfang von Katalog und Ausstellung. Was blieb aus den verlorenen Siegen und den Ruinen des Reiches? Und konstatierte provozierend, was in dieser Verschiebung vom Abenteuer in die Tragödie geschah, war die Verwandlung von Tätern in Opfer. Und natürlich spiegelt diese Verwandlung die elementare Frage nach dem Leid unzähliger deutscher Soldaten und die Frage, wer an diesem Leid denn nun schuld war. Ein Dämon, das Schicksal oder eben doch auch sie selbst. Die damit verbundene Frage nach dem Zusammenhang von Selbstdeutungen und Taten, die zum Beispiel in dem von Walter Manoschek herausgegebenen Begleitband zur Ausstellung mit Soldatenbriefen aus der Stuttgarter Bibliothek für Zeitgeschichte systematisch ausgebreitet wurde, ging freilich in der Ausstellung und ihrer Rezeption weitgehend unter. Das lag nicht nur an den Gegnern der Ausstellung, was auch immer sie motivierte, sondern an einer gewissen und sich schließlich rächenden, leider auch zu dieser Zeit absolut normalen Unbekümmertheit im Umgang mit fotografischen Quellen und der Entscheidung, auf die Wirkung der großen Zahl der Bilder zu vertrauen, die diese Ausstellung in ihrer Wirkung bestimmte. Diese Unbekümmertheit, ich sage, es war alles andere als eine Ausnahme, und sie wurde nicht zuletzt von den schärfsten Kritikern der Ausstellung im Grunde geteilt. Wenn beispielsweise Bogdan Muschau und Christian Ungvari aufrechneten, wie viele Fotos nicht in diese Ausstellung gehörten, so verrieten sie damit auch nur, dass sie diese Ausstellung mit einem Strafprozess und dessen Beweisregeln verwechselten. Statt sich für das Bewusstsein der Akteure zu interessieren, für das, was sie wussten und womit sie sich identifizieren sollten. Dass Fotos tatsächlich mehrere Botschaften haben konnten, war weder im Konzept der Ausstellung noch in deren Kritik vorgesehen. So half es auch natürlich nichts mehr, wenn Hannes Heer 1999, als die Auseinandersetzung endgültig eskalierte, auf die tatsächlichen immensen Schwierigkeiten des Umgangs mit fotografischer Überlieferung hinwies und auf die sich Jahr für Jahr tatsächlich verbessernde Quellenlage oder eben auf so komplexe Zusammenhänge, wie sie sich bei einigen Fotografien offenbarten. Zum Beispiel die historische Abfolge von stalinistischen Verbrechen vor dem Eintreffen der Wehrmacht und der gezielten Benutzung der gefundenen Leichen durch die Wehrmacht und die SS mit denen der unmittelbar beginnende Massenmord an gänzlich unbeteiligten jüdischen und anderen Zivilisten, sei es durch deutsche SD oder Wehrmachtseinheiten oder wie im Falle Lembergs auch durch ukrainische Nationalisten, entzündet werden konnte. Natürlich gehören Fotografien wie diese in eine Ausstellung über Verbrechen der Wehrmacht. Aber sie hätten den Umgang mit Fotografien in dieser Ausstellung wohl tatsächlich gesprengt, hätte man jedes dieser Fotos einzeln analysiert. Geändert hätte all dies freilich nichts an den bekannten Tatsachen. Die Wehrmacht war als Organisation integral und oft entscheidend an der Realisierung der Massenverbrechen beteiligt. Gedeckt durch die Befehle des OKWs, also der eigenen Generalität, teils durch aktive Teilnahme, teils durch logistische Unterstützung, teils durch Vertuschung der Verbrechen, durch irreführende Sprachregelungen, zu denen auch die immer wieder ins Feld geführte Partisanenbekämpfung gehörte, unter deren Deckmantel oder besser unter diesem offenen Geheimnis sich die Vernichtung von Teilen der Zivilbevölkerung abspielte. Was die Ausstellung keineswegs behauptete, dass nämlich alle oder auch nur eine Mehrheit der Wehrmachtsangehörigen diese Verbrechen innerlich gut hießen, das legte die große Zahl der oft eher illustrativ verwendeten Fotos auf einer emotionalen Ebene doch für viele nahe. Vor allem für jene, die zwischen der totalen Unschuld missbrauchter Befehlsempfänger und der fanatischen Teilnahme an den Verbrechen etwas Drittes gar nicht erst gelten lassen wollten. Das ist nämlich einmal abgesehen von den vielen, die sich der Mitwirkung an Verbrechen tatsächlich entzogen
und die keineswegs, wie immer behauptet wird, damit unmittelbar ihr eigenes Leben gefährdet hätten, dass es aber auch bei jenen vielen, die an den Verbrechen aktiv teilnahmen, keineswegs immer eine innere Übereinstimmung mit allen Zielen der Haupttäter brauchte. Und dass es trotzdem nicht nur berechtigt, sondern wichtig ist, die Teilnahme mit den je eigenen Motiven, Haltungen und Selbstbildern der Akteure und damit ihren Entscheidungen in Verbindung zu bringen. Die große Zahl der Fotos suggerierte so etwas wie eine Begeisterung für die Taten. Und ich habe mich damals gefragt, ob nicht aus den Briefen unendlich vieler Soldaten nicht etwas noch viel Erschreckenderes hervortrat als aus den Schreckensfotos, nämlich die jede Frage nach eigener Verantwortung über den Haufen werfende Haltung, dass hier zwar Schreckliches geschehe, dass es aber getan werden müsse. Diese Haltung nimmt die Tragödie für sich in Anspruch, um davon abzulenken, dass es Verantwortlichkeit für das eigene Handeln eben auch im Kontext dieses Krieges gab. Dass mir das auch all jene, die nicht freiwillig Mitglied dieser Massenorganisation waren, immer wieder vor Entscheidungen standen. Und dass diese Entscheidungen tatsächlich auch getroffen wurden, mal so und mal so, unabhängig davon, dass die Wehrmacht als Organisation längst Verbrechen beging. Was sonst veranlasst heute noch Menschen von der Ehre der Soldaten zu sprechen, als das Insistieren darauf, dass das eigene Handeln und Entscheiden in einem höheren Sinne richtig war. Für diese Selbstwahrnehmung letztlich nur ein Schicksal zu erfüllen und den eigenen Willen heroisch diesem Schicksal zu unterwerfen, gab und gibt es die unterschiedlichsten Ausdrucksformen und Rationalisierungen. Was helfen alle sonstigen Verbesserungen? Diesen Menschen will und kann man wohl nicht ändern, schreibt der Gefreite HN am 11. September 1940 über Juden in Polen. Während ich noch beim Abendessen saß, wurde auch über die Judenfrage im Generalgouvernement und überhaupt in der Welt gesprochen. Für mich ist es sehr interessant, solche Gespräche anzuhören. Zu meinem Erstaunen waren sich schließlich doch alle einig, dass die Juden ganz von dieser Welt verschwinden müssen, so der Gefreite WH 1941. Und das, so der Soldat XM, sei für diese gräulichen Kreaturen doch die einzig richtige Erlösung. Ein Kapitel für sich, so der Gefreite H. im August 41, ist die Tatsache, wie die Judenfrage augenblicklich mit einer imponierenden Gründlichkeit gelöst wird. Der Jude musste wissen, dass der Führer mit seinen Worten ernst zu machen pflegt und hat nun die entsprechenden Konsequenzen zu tragen. Sie sind unerbittlich hart, aber notwendig, wenn endlich Ruhe und Frieden unter den Völkern einkehren solle. Und im Grunde gehe es, so weiß auch Leutnant K.N. 1942, um die jüdische Weltgeltung, die unserer Lösung der Judenfrage die Vernichtung des deutschen Volkes entgegenstellt. Es ist schon ein Glaubenskrieg, und zwar ein sehr radikaler, an dessen Ende nur vollständige Vernichtung stehen. Und so weiter und so weiter. Der Umgang solcher Briefe mit dem Ziel der Auslöschung ist nicht von großer Scheu, von Redeverboten oder von Nichtwissen geprägt. Die Details sind zwar in eine variantenreiche Sprache des Uneigentlichen gekleidet, aber die hat eher etwas Zynisches. Juden kommen hier, das heißt in Auschwitz, wöchentlich 7.000 bis 8.000 an, die nach kurzem den Heldentod sterben. Es ist doch gut, wenn man einmal in der Welt herumkommt, schreibt Soldat SM 1942 auf dem Weg zur Front. Ich habe diese Art bisher als unmoralisch abgelehnt, schreibt Feldwebel EE am 18. Dezember 1942. Doch nun sei er auch zu dem Schluss gelangt, es gibt nur eins für das Judentum, Vernichtung. Und auch da darf ein Verweis auf die eigene Größe nicht fehlen, die Einmaligkeit unserer Sendung ist mir bewusst. Im Zeitverlauf ändert sich dann die Tonlage, am Ende ist dann mehr von der kommenden jüdischen Rache die Rede, gegen die man kämpfen muss. Aber was man bei diesen Autoren tatsächlich gar nicht oft findet, ist ein fanatischer Antisemitismus, der es irgendwie persönlich meint. Auch Christopher Browning analysiert Briefe eines Reserveschupo aus Bremen im Baltikum an seine Frau. In diesen Briefen spürt man den Schaum vor dem Mund nur dann, wenn es um tatsächliche und vermeintliche Gegner im Kampf geht, also gar nicht die Juden. Von den Juden ist anders die Rede. Und daher zählt Christopher Browning, den Verfasser dieser Briefe, auch gar nicht zum harten Kern der Täter. Mal schreibt der Reservepolizist sarkastisch, das auserwählte Volk müsse zur Arbeit antreten. Mal äußert er sich individuell mitfühlend, dann nämlich, wenn es um den Hunger Einzelner geht, ich kann nicht so hart sein. Und dann bleibt sein Grundton letztlich fatalistisch. Es muss sein.
Die Juden werden gänzlich ausgerottet, schreibt er an seine Frau, mach dir keine Gedanken darüber und sie solle dem ältesten Kind vorläufig nichts davon erzählen, später einmal. Hier spricht niemand unter dem Eindruck eines Befehlsnotstandes und auch niemand, der von fanatischem Hass getrieben scheint. Aber ein unbeteiligter Bürokrat ist hier auch nicht am Werk. Warum war und ist es so schwierig, über Teilhabe und Teilnahme im Zeichen solcher tragödischer Selbstrechtfertigungen zu sprechen, statt immer nur über Verstrickung und Untergang? Ich habe mir die Reden zur Eröffnung der Ausstellung in der Paulskirche noch einmal durchgelesen. Nur ein einziger Redner an diesem Abend, Jan-Philipp Remzma, hatte es geschafft, sich kein einziges Mal im rhetorischen Arsenal der Tragödie zu bedienen. Während Ignaz Bubis und Hans Eichel und auch mein Freund Friedrich Kahlenberg immer wieder von Verstrickung sprachen. Linda, ich glaube, du hast das auch ganz gut umschifft, dieses schreckliche Wort. Bei dir hieß es verwoben. Das ist irgendwie noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, wenn es eine Verstrickung gibt, dann höchstens eine in das Bild von der Verstrickung, das uns aufs Gleis der Tragödie führt. Jan-Philipp Remzma hat an diesem Tag etwas anderes gemacht. Er hat uns mit dem Brief eines Verwandten konfrontiert und mit uns gemeinsam versucht, zu verstehen, was dieser Verwandte ihm sagen will und was er ihm tatsächlich sagt. Remzma hat sich in dieser Rede mit der Generation der Soldaten durchaus empathisch beschäftigt. Er hat freilich daran festgehalten, die Bindung an geliebte Menschen und so etwas wie moralische Urteilskraft nicht gänzlich miteinander zu verwechseln. Ich würde noch weitergehen. Wer wirklich empathisch sein will, kann nicht nur mit dem Leiden mitleiden, er muss erst recht erschrecken, wenn jemand zum Täter wird. Und das auch, wenn man dies rückwirkend beobachtet. Dabei zuzusehen und nicht zu erschrecken, ist das Empathie oder nicht eher Bequemlichkeit? Remzmas Verwandter, ein Kriegsteilnehmer, klärt ihn, Remzma, darüber auf, dass seine Ausstellung Ursache und Wirkung verwechseln würde und endet wie so viele Äußerungen mit dem Fazit, dass Krieg ebenso sei, jedenfalls kein Kaffeekränzchen. Er berichtet davon, wie er Ende September, Anfang Oktober 1941 auf dem Vormarsch ist und mit seiner Vorausabteilung, schwachen Widerstand brechend, starken Widerstand umgehend, ins sowjetische Territorium vorstößt. Und dann geschieht, in den Worten von Remzmas Verwandtem, eine Schweinerei. Die Versorgungs-Lkw, die von der Division zur Vorausabteilung unterwegs sind, geraten in einen russischen Hinterhalt und die deutschen Soldaten werden erschossen. Nüchtern betrachtet klingt das nach einer normalen Kriegshandlung. Die Verteidiger einer Stellung machen das nämlich normalerweise so. Sie gehen in Deckung, sie verstecken sich und schießen auf den angreifenden Feind, auch hinter der vordersten Front. So wie auch die Einheit von Remzmas Verwandten, starke Stellungen umgehend, um sie dann aus dem Rücken zu attackieren oder die Säuberung anderen zu überlassen. Säuberung in Anführungsstrichen, so steht es im Brief. Im Brief an Remzma wird aus dieser tatsächlich recht unspektakulären Kriegshandlung eine, Zitat, Hinrichtung und später, Zitat, Massaker. Etwas gänzlich Ungehöriges jedenfalls. Und auf diese Ursache folgt nun die Wirkung in diesem Drama. Ein Untergebener, ein Gradmelder, der im Lauf der Geschichte noch einen Namen bekommt, macht erst auf sich aufmerksam, indem er die Taschen eines der getöteten deutschen Soldaten untersucht. Begeht er da etwa verbotene Leichenfledderei? Nein, er sucht das Soldbuch, denn er glaubt, den Getöteten zu kennen. Lötsch, so heißt er, wird uns in dieser ziemlich präzise komponierten Erzählung als Mann mit menschlichen Regungen und einer gewissen Selbstständigkeit eingeführt. Bald darauf macht man Gefangene und Lötsch soll sie zur Division zurückbringen. Stattdessen erschießt er sie hinter dem Busch. Der Briefschreiber erklärt, warum er Lötsch für diese Tat nicht zur Verantwortung gezogen habe. Ursache und Wirkung, so fordert er Remzma und uns auf, doch zu verstehen. Und es folgt die ergänzende und offenkundig kontrafaktische Behauptung, Lötsch hätte im Fall einer Meldung des Vorfalls Strafbataillon oder Todesstrafe gedroht. Wir wissen, und natürlich wusste der Autor dieses Briefes das eigentlich auch, dass dem keineswegs so war.
Der Briefschreiber wirft dann zuletzt noch einen Brocken an uns rüber. Er verdanke Lötsch nämlich, dass sie 1943 nicht in russische Kriegsgefangenschaft geraten seien. Aber das sei eine andere Geschichte. Und Remzma beharrte zu Recht darauf, dass es ganz offensichtlich durchaus ein und dieselbe Geschichte sei. Eine Geschichte, in der von Befehlsnotstand nicht die Rede ist, sondern von einer Entscheidung, in der einer Tat, was er hinterher meinte, offenbar tun zu müssen. Wer also soll ihn richten? Tatsächlich musste in dem Realitätsausschnitt hinter dieser Geschichte überhaupt niemand irgendetwas tun, außer vielleicht die russischen Soldaten, die die Vorausabteilung der sie überfallenden deutschen Armee von ihrem Nachschub abzuschneiden versuchte. Es lohnt sich tatsächlich, die Herstellung solcher Geschichten und ihre Weitergabe zwischen den Generationen aufmerksam zu betrachten. Harald Welzer hat sicherlich auch angeregt durch die heftigen Auseinandersetzungen um diese Ausstellung mit einer Studiengruppe Interviews mit der Kriegsgeneration, der Nachkriegsgeneration und auch mit der dritten Generation seitdem geführt. Und die verschiedenen Erzählungen in ihrer Verwandlung im Weitererzählen von einer Generation zur nächsten analysiert. Herausgekommen ist aber ein höchst lesenswertes Buch. Opa war kein Nazi, dessen Befunde sich durchaus mit dem decken, was die Guides des Fritz-Bauer-Instituts während der Arbeit mit den Besuchern der Ausstellung erleben konnten. Eine durchaus abgeklärte Haltung vieler jugendlicher Besucher, die nicht zuletzt durch mediale Ereignisse, Filme und Gedenkstättenbesuche in ihrem Bild und in ihrem moralischen Urteil über die Handlungen und Ereignisse der NS-Zeit durchaus überwiegend auf Distanz zu den Tätern stehen, aber auch demonstrativ mit Abwehr auf Versuche reagieren, so etwas wie eine Nähe zu diesen Tätern oder eine kollektive Identität auf der Distanz zu ihnen aufzubauen. Auf dem Wege einer stillen Post, so resümieren die Autorinnen um Harald Welzer, wird der Distanz zum Geschehen individuell Bahn gebrochen. Durch so etwas wie eine kumulative Heroisierung der eigenen Großeltern. Überraschend ist, wie oft dabei von Seiten der Großeltern in diesen Gesprächen, die immer mit den verschiedenen Angehörigen der Generation in einer Familie geführt werden, wie überraschend offen da auch problematische Geschichten erzählt werden. Da haben also ein paar russische Soldaten die Idiotie gemacht, sich zu ergeben. Nicht? Die haben natürlich keinen Augenblick länger gelebt. Klammer auf, klopft auf den Tisch, Klammer zu. Später wundert sich dieser Erzähler allerdings nicht über die Handlungsweise, sondern über die Offenheit, in der er damals in Briefen an die Heimat über solche Dinge geschrieben habe. Zumeist verschwinden diese Schilderungen in der Weitergabe der Erzählung zwischen den Generationen auf ganz eigentümliche Weise. Die Tochter des eben Zitierten wundert sich auch. Sie redet darüber, anders als dann viele Angehörige der nächsten, der dritten Generation, jetzt immer noch in kollektiven Kategorien. Aber sie entkoppelt das, was sie über die Deutschen zu wissen glaubt, schon vollkommen von dem, was ihr Vater selbst berichtet. Ich meine, ich kann mir einfach vom deutschen Volk nicht vorstellen, selbst so mein Vater oder sowas, ich glaube wirklich, die konnten sich das gar nicht vorstellen, dass sowas überhaupt passiert. In einem anderen Interview berichtet die Großmutter, stolz über ihre eigene Gewitztheit, davon, wie sie nach dem Kriegsende verhindert hätte, dass Juden oder Russen sich bei ihr einquartiert hätten. Also die Juden waren nachher die Schlimmsten, die waren ganz widerlich, nicht? Also sie spielte Juden und Russen gegeneinander aus und hielt ihren Hof sauber, so erzählt sie, ganz unbekümmert dem Interviewer. In der Erzählung des Sohnes wird aus der eigenen Mutter eine andere Person, eine Oma, genannte Gutsherrin, bei der seine verstorbene Ehefrau gearbeitet habe, die, obwohl man von der Existenz der Lager angeblich nichts wusste, Flüchtlinge aus Bergen-Belsen auf ihrem Gutshof versteckt hatte. Die Enkelin nun wiederum erzählt, und sie nun wiederum von ihrer eigenen Oma, also der ersten Erzählerin sprechend, wie diese, die Oma, auf ihre gewitzte Art von einem Transport nach Bergen-Belsen geflohene KZ-Häftlinge versteckt hätte. Und sie hat da echt dicht gehalten. Und das, finde ich, ist so eine kleine Tat, die ich ihr wohl echt total gut anrechne so.
Sogar das Heu aus dem Heuschober in der ersten Erzählung, in den die reale Oma widerliche Juden nach der Befreiung nicht hineinließ, taucht in dieser Fantasie über die Oma wieder auf, in Gestalt eines Strohhalms, der aus dem Versteck zum Atmen herausragt. Harald Welzer ist geneigt, diesen Strohhalm zu ergreifen. Immerhin erlauben diese Fantasien ein historisch, aber auch moralisch intaktes Urteil über diese Zeit im Allgemeinen zu treffen, deren Realität freilich in einem Nebel des Ungefähren verschwindet. Ob damit schon ein Schritt möglich ist aus der Verweigerung gegenüber der Verantwortung für das eigene Handeln, ein Schritt hinaus aus der Fantasie tragischer Verstrickung und der Alternativlosigkeit eines Es muss sein? In der allgegenwärtigen Präsenz filmischer Narrative ist dieser Schritt bislang eher selten. Das mag allerdings auch an den Gesetzen des Films liegen. Tragedy Sells gilt bis heute. Nico Hoffmann hat sich schon seit seinem Film Land der Väter, Land der Söhne und nicht erst mit Unsere Mütter, Unsere Väter um die Tragik im deutschen Generationendrama verdient gemacht. Über die Fernsehserie, in dem es den polnischen Partisanen überlassen bleibt, so richtig antisemitisch und den beiden SS-Leuten so richtig diabolisch zu sein, wird es vermutlich auch morgen noch gehen. Auch in dieser Fernsehserie lernen wir etwas über Ursache und Wirkung, über die Partisanen, die Schreckliches tun und die deutschen Soldaten, in diesem Falle den Helden Friedhelm, in furchtbare Konflikte bringen. Und am Ende ist es die deutsche Frau Greta, die das größte Opfer bringt, ihrem jüdischen Freund zu helfen und vom SS-Mann vergewaltigt zu werden und die am Ende als tragische Figur sterben muss, genauso wie Willi in Fassbinders Lilli Marleen. Und das, während ihr undankbarer jüdischer Geliebter mit dem sprechenden Namen Viktor, der Sieger, als Überlebender durch das zerstörte Berlin hüpft. Für tragische Narrative gibt es keine Tabus. Die als wissenschaftlicher Meilenstein der Fernsehgeschichte gefeierte Serie Holocaust, die mit K des ZDF für die Dutzende von Rechercheuren nach unbekanntem Filmmaterial die Archive Osteuropas durchforstet haben, beginnt mit Amateuraufnahmen der Nacht des Überfalls auf die Sowjetunion am 21. Juni 1941. Die erste Aufnahme zeigt einen Vollmond am Himmel, untermalt von dramatischen Paukenschlägen. Dann nehmen die Ereignisse ihren Lauf. Irgendwann habe ich mich gefragt, ob die Wehrmacht tatsächlich die Sowjetunion bei Vollmond überfallen hat. Ist das nicht widersinnig? Warum macht man das dann nachts, wenn es so hell ist? Ein Blick in den ewigen Kalender bot Aufklärung. In der fraglichen Nacht, kurz nach Neumond, war eine dünne Mondsichel am Himmel. Der Vollmond stammte offenbar aus der ZDF History Channel Wühlkiste mit Super 8 Aufnahmen. Für jede Gelegenheit und Stimmung. Keine ganz unwichtige Entscheidung, den Holocaust, jedenfalls den mit K, bei Vollmond beginnen zu lassen. Schließlich sind wir aus dem Kino daran gewöhnt, dass in solchen Nächten die Menschen nicht wissen, was sie tun, besessen von kosmischen Kräften, die größer sind als sie selbst, Werwölfe eben. Über diese zugleich subtile und irgendwie doch plumpe Fälschung hat sich, so glaube ich, niemand aufgeregt. Es ging ja nicht um historische Fakten, nur um die ganze Geschichte in einem Bild. Ein Jahr nach der Wehrmachtsausstellung wurde in der Paulskirche die Ausstellung über den militärischen Widerstand gezeigt. Wieder einmal wurde ein schon geladener Eröffnungsredner, diesmal Hans Mommsen, wieder ausgeladen. Hans von Dohnányi hielt eine Rede über den reinsten Heroismus und beschwor, dass wir der Deutschen mit Worten wie anständig, groß, tief, einzigartig, intensiv, bereitwillig, heroisch, rein, solidarisch, gemeinschaftlich, aufrichtig, aufrecht, Anstand, ganze Wahrheit, ganze Geschichte, Sühneopfer. Und stellt dieses Wir den Historikern gegenüber, den Zöllnern, Pharisäern und Schriftgelehrten, den Internationalen, die von der Muttermilch der Erbsünde leben, die schon über das Evangelium gemurrt hätten. Alles Zitat. So wie manche Täter eine innere Reserve gegen ihre Taten haben konnten, so waren eben manche Widerständler in ihrem Handeln auch Täter. Und ihren Einstellungen, lassen wir es einmal bei der Formulierung, höchst widersprüchlich. Und so war doch Nanis Rede am Ende ein Versuch, jede Differenzierung, die noch ein Jahr zuvor in Frankfurt so lauthals gefordert wurde, nun verächtlich zu machen.
Fritz Bauer, der 1952 versucht hatte, im Rehmer-Prozess den deutschen Widerstand zu rehabilitieren, musste erleben, wie er zwar seinen Prozess gewann, aber das Urteil und auch die spätere Rechtsprechung des BGH das Widerstandsrecht auf diejenigen eingrenzte, die einen erfolgreichen Putsch hätten durchführen können, also auf die Männer in der Nähe des Zentrums der Macht. Ein Pyrrhussieg für Fritz Bauer, wie er selber immer wieder betonte. Er hatte neben dem 20. Juli noch ganz andere Helden des Widerstands im Sinn. Im Treppenhaus des Hotels Praxer Wildsee steht heute ein Schreibtisch, an dem ich fast versucht war, an dieser Rede zu schreiben und es dann doch gelassen habe. Sonst müsste ich selber noch anfangen, vom Schicksal zu reden, wo es doch allenfalls dumme Zufälle gibt. Es ist der Schreibtisch von Henning von Treskow. Sein Sohn Rüdiger hat ihn dem Hotel 2012 hinterlassen. Die 133 dort in den Dolomiten befreiten Häftlinge waren eine bunte Schar. Leon Blum war darunter, der ehemalige französische Ministerpräsident, Martin Niemöller, Angehörige von Stauffenbergs und Gördelers, Hochadel und britische Agenten, Politiker besetzter Länder, aber auch Menschen wie Kurt Schuschnigg und Hjalmar Schacht und in Ungnade gefallene Wehrmachtsoffiziere und Generäle. Nicht zuletzt Franz Halder, der ehemalige Generalstabschef des Heeres, der nach dem Krieg von den US-Amerikanern als Wehrmachtshistoriker protegiert und vor wirksamer Strafverfolgung bewahrt wurde. Er galt als unbelastet, schließlich soll er schon 1938 an einem geplanten Coup gegen Hitler beteiligt gewesen sein. Eine bis heute eher undurchsichtige Geschichte, zu der es kaum eine glaubwürdige Überlieferung gibt. Belegt hingegen ist sein steiler Aufstieg nach 1938, seine Federführung bei der Ausarbeitung des Angriffsplans auf die Sowjetunion und seine Mitwirkung am Kommissarbefehl, der Grundlage für viele der Verbrechen, um die es in der Ausstellung ging. Vor allem aber wurde er nach dem Krieg als Begründer und Mentor des Arbeitskreises für Wehrforschung einer der entscheidenden Väter eben jenes Bildes der Wehrmacht, deren Krieg er wahlweise als Verhängnis oder als Produkt der Dämonie Hitlers oder als Präventivschlag ausgab, also egal wie, auf jeden Fall als etwas Unvermeidliches. Die Befreiung durch die Wehrmacht, wie es in Prax der Besucher erfährt, war nicht zuletzt auch das Werk von Karl Wolff, und er war SS-Obergruppenführer, vormals Stabschef von Himmler und seit 1943 SS-Führer in Italien. Wolff war zu diesem Zeitpunkt Ende April 1945 gerade dabei, seinen eigenen Ausstieg zu bewerkstelligen. In Geheimverhandlungen mit den Amerikanern, die zum vorzeitigen Waffenstillstand in Italien führten. Vorzeitig, naja, am 2. Mai, 6 Tage vorher. Dafür wurde er auch im Nürnberger Prozess nur als Zeuge geladen. Von der Judenvernichtung wollte er erst bei Kriegsende erfahren haben, wie so viele andere. 1964 wurde er aber dann doch von einem westdeutschen Gericht wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 300.000 Fällen verurteilt. Er hatte die Deportationen aus Warschau nach Treblinka mitorganisiert und darüber in Briefen aus dieser Zeit ganz offenherzig und stolz berichtet. Nach 1969, krankheitsbedingt auf freiem Fuß, erlebte Karl Wolff dann noch sein letztes großes Abenteuer als Berater von Stern-Reporter Gerd Heidemann, dem er schließlich half, Kontakte zu einem gewissen Konrad Kujau aufzunehmen. Doch das ist wirklich eine andere Geschichte. Vielen Dank.